Ich zeige euch mein Referat über den Pablo Picasso. Pablo Picasso wurde am 25. Oktober 1881 in Malaga, Spanien geboren. Eigentlich war sein Name Pablo Diego Josef Francisco de Paula Bonifacio Maria de los Remedios Crispin Crispin Santista Trinito Ruiz Blasco. Wie du dir vorstellst, kannst war in seinem Namen viel zu lang, daher signierte Pablo seine Bilder später nur mit Picasso. Nach dem Mädchennamen seiner Mutter. Pablo begann schon sehr früh zu zeichnen. Da sein Vater Zeichenlehrer war, erkannte er sofort das Talent seines Sohnes und gab ihm mal Unterricht. Mit 14 Jahren bestand Pablo die schwierige Aufnahmeprüfung für die Kunstschule La Lonia in Barcelona. Im Alter von 16 Jahren durfte er seine ersten Bilder in Madrid aufstellen. Pablo wollte aber ein wirklich großer Künstler werden. So zog er nach Madrid, in die Hauptstadt von Spanien, und an der Kunstakademie San Fernando zu studieren. Freunde erzählten Pablo von der aufregenden Kunststadt Paris in Frankreich. Picasso wurde neugierig und reichte 1900 mit seinem besten Freund Carles Casagemma nach Paris. Damals war er 19 Jahre alt. Pablo war sehr begeistert. Er lernte viele junge Künstler kennen und viele viele moderne Kunstwerke. Er malte täglich bis zu 3 Ölbilder. Wieder nach Spanien zurückgekehrt, nahm sich sein Freund Casagemma aus Liebeskummer des Lebens. Picasso war über den Tod seines Freundes so traurig, dass er keine fröhlichen Bilder mehr malen wollte. Das war der Beginn seiner blauen Erinnerung. Pablo entwickelte seine ersten eigenen Stimmen. Er malte fast nur Bilder von einsamen, armen und unglücklichen Menschen in verschiedenen Blautonen. Picasso selbst war auch sehr arm. Niemand wollte seine seltsamen Bilder kaufen. Pablo beschloss, nach Paris zu ziehen. Dort verliebte er sich in Fernande Oliver, eine junge, hübsche Frau. Picasso malte sie oft und so wurden seine Bilder farben, roh und fröhlicher. Plötzlich wurde Pablo Kunstwerke bekannt. Er liebte den Zirkus und malte gerne bunte Kostüme. Der Clown und Zirkusleute. Diese
Zeit nennt man die rosa Periode. 1904 bis 1906. Nach Pablos Neujahr Lieblingsfarbe. Pablo besucht oft das Völkerkundemuseum in Paris und sah sich dort Masken und Figuren aus Afrika an. In manchen Bildern erkennt man den afrikanischen Einfluss. Picasso experimentierte in seinen Bildern immer öfter mit geometrischen Figuren, wie Dreiecke, Rechtecke, Quadrate und Kreise. Seine Figuren malte er in diese Teile zerlegt. Die Leute nannten diese seltsame Richtung Kubismus. Das kommt vom lateinischen Wort Cubus und bedeutet Würfel. Der Erste Weltkrieg brach aus. Auch für Pablo war der Krieg eine zarte Zeit. Er konnte zum Glück weiter als Künstler arbeiten. Gegen Kriegskunde machte er auch Minenbilder und Kostüme für das Theater. Dabei lernte er die russische Tänzerin Olga Schlafova kennen. Bald heirateten die beiden und bekamen einen Sohn, Paolo. Doch bald verliebte Pablo sich in Maria Therese. Bald ließ sich scheiden und bekam eine Tochter Maya. Er stillte Pablo nun seine Bilder malte heiß. Surrealismus. Picasso malte nicht mehr nur Ölbilder, sondern er machte nun auch Skulpturen aus Stein und Ton. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war er sein berühmter Künstler Pablo Doctor 1937 in dem Bild La Guernica. All seine Gefühle gegen den grausamen Krieg aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg verliebte sich Picasso in einen 40 Jahre jüngere Malerin Franzoise Gildo. Sie bekam zwei Kinder, Claude und Paloma. Selbst mit 60 Jahren interessierte Pablo sich wieder für etwas Neues. Er lernte zu Töpfern und stellte nun auch Keramiken. Er schuf originelle Waffenköpfe, Figuren aus der Mythologie oder Motiven, wie Stierkämpfer und Musketiere. Mit 73 Jahren heiratete er Petrile Rockwetter und zog ihr in einer versteckten Wege. Pablo starb mit fast
90 Jahren am 8. April 1978 in seinem Haus. Er hörte in seinem Schlossgarten von Frau Fernandes geschlagen. Er war einer der größten Künstler.